Natürlich vorab möchte ich mich bei Peter bedanken für die Zusammenarbeit in den letzten ja, rund eineinhalb, ein Dreiviertel Jahren. Er war immer ein loyaler Partner und Kollege und hat sehr, sehr engagiert und fleißig gearbeitet und wir haben zusammen einiges entwickelt. An dieser Stelle nochmal meinen herzlichen Dank im Namen des HSV, aber auch in meinem persönlichen Namen. Ja, das ist so, dass man natürlich Entwicklungen sieht und meine Aufgabe ist es auch als Gesamtverantwortlicher, wenn in der kurzen, mittel- oder langfristigen Entwicklung mir etwas auffällt, was nicht in die richtige Richtung geht, beziehungsweise was aus meiner Sicht nicht zielführend ist, zu hinterfragen und auch gegebenenfalls die Richtung zu wechseln. Und das war aus meiner Sicht der Fall. Wir waren da unterschiedliche Auffassungen, was speziell die Personal- und Kaderplanung und Entwicklung angeht. Und von daher sah ich mich gezwungen, an dieser Stelle die Entscheidung zu treffen. Ja, natürlich kommt das nicht von heute auf morgen. Und den Eindruck hatte sich natürlich bei mir auch festgesetzt. Wir hatten auch durchaus das ein oder andere Gespräch darüber, wie wir Spieler auswählen, beziehungsweise wie wir in der Entwicklung weiterkommen, die Mannschaft aufzubauen. Und dass diese Situation hat sich aus meiner Sicht nicht verbessert seit einiger Zeit. Und ehrlich gesagt habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass sich das in Zukunft in der Form bessern wird, in der Form wir das nötig haben. Und von daher sah ich mich gezwungen, diese Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung natürlich auch vor der Transferperiode. Und weil es relativ kurzfristig war, aber ich glaube, das ist konsequent und auch richtig. Ich werde natürlich hier an der Stelle nicht alles erzählen, was in unseren persönlichen oder geschäftlichen Gesprächen vorlag, aber es ist eben so, dass sich verschiedene Abteilungen oder verschiedene Bereiche weiterentwickeln und verschiedene Bereiche eben stagnieren und sich nicht weiterentwickeln. Und das habe ich mehrfach moniert und ich sah da keine Situation, dass sich das verbessern wird. Und von daher habe ich dann die Entscheidung getroffen.